Yo, Haushalte, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine Reaction. Wir reagieren auf Poseidon von UFO361. Ihr wisst Bescheid von dem Album Wave. Leute, okay, ganz ruhig. Ihr habt gewonnen, ihr habt die Schlacht gewonnen. Wave hat alles überflutet, ihr habt meinen Kanal überflutet. Ich habe vor 2 Wave-Reaktionen gesagt, das wird die letzte sein. Auf einmal, ihr ballert in die Kommentare. Nein, du musst noch auf den Song reagieren. Nein, noch auf den Song. Okay, sogar in Videos, die nichts mit UFO und Wave zu tun haben, lese ich nur noch Wave-Kommentare, wo ich mir denke, okay, Wave hat Deutschland überflutet, Wave hat meinen Kanal überflutet. Komm, die Leute wollen es, nur aus diesem Grund reagiere ich jetzt noch weiter drauf. Poseidon habe ich gelesen in den Kommentaren, wollten viele deswegen jetzt. Ich habe mich aber gewundert, Leute, der Song geht irgendwie nur 1 Minute 43, aber okay, ich bin gespannt. UFO 361, ihr wisst Bescheid. Okay. Diese Delfingeräusche dürfen natürlich nicht fehlen. Okay, bevor es jetzt richtig losgeht, eine Sache will ich noch sagen. Gut, dass man diese Delfingeräusche gehört hat, weil das hat mich jetzt daran erinnert. Und zwar Wave heißt ja das Album, passend dazu ein Delfin. Und ich mag diese Delfingeräusche im Hintergrund und dieses Meeresrauschen oder so. Oder war das jetzt ein Gewitter? Weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde das geil, dass er als Adlibs in seinen Song quasi als eine Form von Adlibs diese Delfingeräusche genommen hat. Weil die passen, ist ein guter Bezug zu seinem Album. Oho. Okay, guck mal. Eine Sache muss ich jetzt erstmal hier loswerden. 30 Sekunden haben wir gehört. 30 Sekunden. Wir wollen UFO rappen hören, weißt du? Und der Song geht nur 1 Minute 43. Ich denke mir so, okay, Song geht nur so kurz. Wahrscheinlich ab Sekunde 1 hörst du UFO. Nein, erst ab Sekunde 30. Dann hörst du UFO bestimmt nur 1 Minute rappen. Hätte auch direkt ein Insta-Handy-Video sein können, was 1 Minute geht. Nein, ich mache nur Spaß, Leute. Aber ich muss sagen, der Beat hat sich am Anfang nicht schlecht angehört. Heißt dort, wir sind frozen still. Menschen sind verloren, ja. Zeig bloß keine. Boah, ich finde das mega geil. Ich finde das mega geil, dieses. Voll schön. Ohne Spaß, das hört sich mega schön an. Das geht wahrscheinlich jetzt in eine ruhige Richtung. Wobei, bei UFO kannst du nichts sagen. Am Anfang hört sich das so an, am Ende hört sich das so an. Überraschungseffekt ist bei ihm immer da. Am Ende geht das in eine aggressive Richtung. Am Ende hörst du so, gib Gas. Emotions, ey. Meine Kübeling strahlt, blendet Hater weg, Dicker, gib Gas, keiner, der mich bremst, keiner von der Schacht ist auf unsere Wave, Dicker, wach ich auf, pray. Oh. Nach oben hab ich vieles verloren, ja, ich streite die Krone für mich so wie ein Lob, aber keine Bestätigung, keine Award, alle, die ich brauche, Dicker, hab ich am Bord, ja, ich habe... Tschüss, da float er wirklich durch. Da flowt er mal wirklich durch. Ich mag das voll, wenn UFO, wenn ich den so durchflowen höre. Durchflowen jetzt nicht im Sinne von kranker Flow, schneller Flow, sondern einfach durch ohne Pausen. Er macht ja auch manchmal diese Pausen, dann hörst du nochmal lange den Beat und dann kommt UFO erst wieder rein. Das mag ich zum Beispiel nicht. Ich mag es wie hier jetzt gerade, wenn du ihn einfach durchgehend hörst. Du hörst ihn durchgehend mit dem Beat zusammen. Schöne Melodie im Beat. Ne, habe ich gerade schon gesagt. Ich weiß, aber muss ich einfach nochmal sagen. Doch es gab kein Support, nein, alles getan dafür, dass ich in Form bleib. Digga, nur Stress, kein Schlaf, Digga, all night. Baller jetzt tausende Tracks in der Hornheit. Jetzt wollen die Bitches hier vorbeikommen. Ja, ich werde zu einem Einkommen. Noch mehr Drip als Poseidon. Noch mehr Drip als Poseidon, geile Line. Ich muss auch sagen, auch jetzt, der Song geht zwar jetzt nur 1 Minute 40, aber was ich bei UFO geil fand, die Songs waren wirklich alle, jeder einzelne Song war aufwendig. Jeder einzelne Song, hast du gehört, war professionell. Jeder einzelne Song war ein anderer Beat. Und die haben sich, es ist immer so, ist mir oft aufgefallen bei Künstlern, die nehmen ihr Album und die besten Songs, die werden rausgekoppelt als Single, die kennt man. Und dann kommt das Album raus und die restlichen Songs, da steckt so wenig Mühe dahinter, finde ich. Weil die Leute denken sich eh, die Rapper denken sich dann eh, ja, haben die Leute eh jetzt vorbestellt, mein Album juckt nicht, wenn die Songs nicht so krass sind. Das ist wirklich oft so. Die sind dann meistens nur so 2 Minuten lang. Aber bei ihm, wirklich jeder einzelne Song, auch die man vorher nicht kannte, erst als das Album rauskam, waren aufwendig krass. Auch von der Länge her perfekt. Also wirklich verdienter Platz 1. Verdient das Album auf Platz 1 gechartet. I thought we sind frozen, ja, ja. Menschen sind verloren, ja.
Zeig keine Emotions, nein. Auch schön eine Message dahinter, ne? Menschen sind auch verlogen. Aber jetzt nochmal musikalisch muss ich sagen, boah, ich liebe Ufos Kopfstimme, ne? Wenn er mit seiner Stimme hochgeht, ne? Ich liebe diese Kopfstimme. Der Wechsel von Kopfstimme zu normaler Stimme, war schön. War echt schön. Schöner Beat, wirklich. Ist ein schön ruhiger Song. Kann man sich echt gut geben, Mann. Auch die Message dahinter. Schöne Melodie, gefällt mir gut. Schöner Song, auch dafür, dass er nur so kurz ist. Wenn ich was kritisieren müsste, dass es am Anfang so lange war, dass es 30 Sekunden gedauert hat, bis es losgehen würde. Aber ansonsten hat es mir gefallen. Man hat leider nur Ufo für eine Minute gehört, aber was soll man machen? Die anderen Songs dafür hört man ihn länger und länger. Bis auf Intro, das war auch wieder so ein Ding. Ich hoffe, euch hat die Reaktion zu Poseidon gefallen. Wenn ja, zeig's mir dann einen Daumen nach oben, abonniere diesen Kanal, um in Zukunft keine Reactions mehr zu verpassen. Aktiviere die Glocke, damit ihr benachrichtigt. Checkt Instagram ab. Mehmet K. 1212. Halt einfach dein Maul, macht's gut, steht in der Infobox und ciao.